Hallöchen zusammen, herzlich willkommen wieder zurück bei For the King mit dem Blups. Hallo. Blups. Hallo. Hallo. Wir stehen jetzt hier gerade vor einem Geist und fragen uns, ob wir den jetzt Tatsache bekriegen sollen. Was sagst du? Also normal hätte ich gesagt, lass uns mal ins Getümmel stürzen, aber nach der Aktion oben hätte ich gesagt nicht. Oh, das kam. Ja, aber oh Gott, der hatte, ja. Was er für Resistenzen hat. Was? Aber ein Pfeil und der... Ja okay, klar, der... aber guck mal, der ist immun gegen Bluten, gegen Feuer, gegen Eis, gegen Schock und gegen Stun. Ja, aber gut, dass wir Bobby nicht dabei Bonne. Haben, weil gegen ja. Bobby wäre er... Ja. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, hier einmal draufhauen. Ja, Bambalicious, Alter. Guck mal, hast du weggebrezelt. Ja. Bist aufgestiegen. Yay. Level up. Wir haben uns auch gerade gefragt, ob man irgendwie leveln kann, ob es so Skills oder sowas gibt. Ich glaube nicht, ne? Wir steigen einfach nur auf. Ja. I don't know. Was haben wir denn hier? Ach, die... Kann man noch die Spacebar unten wegmachen? Tja. Naja, vielleicht ist es ja etwas, was irgendwie in Zukunft kommen wird. Ich weiß es nicht. Da bist du übrigens. Ich blubst. Achso, ich. I see you. Achso, ich muss da laufen. Ey, ja, warte, ja. Sorry. Wo wollte ich denn hin? Entweder nach unten zu Bobby oder zum Fragezeichen. Wir wollten, glaube ich. Nee, ich sollte in die Stadt, weil ich habe ja das Geld. Genau, du musst in die Stadt und ich gehe schon mal zur Cave. Ja. Und Bobby muss irgendwie eigentlich auch in die Stadt, weil er vergiftet ist. Ich gehe da mal übers Fragezeichen, ne? Ich muss. Ich komme ja eh dran vorbei. Ja. Oh, wie sind die Prozentzahlen? Garde Treasure. Treasure Chest 37%, Fight 44%. Nochmal Fight 17% und Fight. Mach doch ein bisschen Fokus. Ich mach mal einen Fokus rein, weil das sind drei Felder. Und dann brauche ich nur noch eins, das gewürfelt wird. Und dann. Ach so, genau. Ja, hahaha. Er zeigt ja. Ja, jetzt check ich das erst. Ich bin ja blöd. Ja, die Zahlen sozusagen davor. Treasure Chest, da muss ich ja alle drei haben. Genau. Ah, dann mach ich du mal könntest zwei auch drei Fokus. Man könnte auch, ne, prinzipiell, man könnte auch drei Fokus reinpacken und man hat dann immer gewonnen. 87%. Ich mach das jetzt mal. Ich habe jetzt zwei Fokus rein und dann... Yeah! Ja, Treasure Chest, was kriegst du? Eine Teleportrolle? Ja, ja die darf ich nehmen. Lockpicks. Das ist was auch für dich, ja, Monstrand. Strength. Kannst du direkt anziehen. Aber werde ich langsamer, das macht nichts. Ich werde mal anziehen. Ja, das war's schon. Ich glaube, Speed, also der Speed jetzt, wie wir es gerade gesehen haben, hat keinen Einfluss darauf, wie viele Felder wir laufen, sondern wie es dann im Kampf ist, ne? Von der Timeline oben. Ja, vom Ausweichen her unten. Evasion ist jetzt bei mir bei 11 und war vorher bei 12. Ach so. Okay, dann gehe ich mal einmal zu Ende und dann... Darf der gute Bobby ran? Ja, Bobby muss jetzt... Ja, Bobby kann gut laufen. Komme ich irgendwie in die Stadt zurück? Woodsmoke. Nee, dann müsste ich an der blöden Fliege vorbei. Und das schaffe ich doch nicht. Fliege. Ja, Fledermaus. Ja, aber hier laufe ich außen rum? Also du könntest doch außen rum laufen. Bobby kann das nicht. Ja, müsste schon, aber ja. Oder ich komme direkt auf dein Feld. Dann muss ich aber an der Fliege vorbei. Und im Notfall muss ich kämpfen. Was dann musst du mitkämpfen. Stimmt, ich stehe an der Fliege. Ich probier's mal. Nein. Level 2, nein. Und alleine. Die sind richtig fies, ne? Die sind hardcore, die. Ja, also in der Nacht. Na toll, jetzt taucht hier auch noch sowas auf. Ja, aber das könnt ihr zu zweit theoretisch machen, ne? Eigentlich schon. Ist auch nur einer. Also Level 1er. Bonefighter. Yo. Hier steht auch nicht, dass er zu mehreren ist. Kann aber trotzdem immer noch sein, ne? So wie wir das verstanden haben. Nee, es ist wirklich nur einer. Aber dafür 16. Okay. 16 Lebenspunkte. Wow! Ich habe alles voll gehabt. Victory, ja! Oh, ein Shotbow. Oh, warte mal, das ist gar nicht so schlecht. Er macht nur 2 Physical Damage weniger, aber er macht mehr auf Evasion und ich equip den mal. Und mehr Schaden gegen fliegende Gegner, ne? Er macht allgemein ein bisschen weniger, aber das ist in Ordnung. So, Bobby, habe ich jetzt eigentlich noch was für dich? Oder?
Aber was wir uns jetzt auch überlegen müssen, ne? Wir haben nur noch 5 Runden, um den Quest irgendwie zu schaffen. Und ja, danach sind unsere 14 Runden um. Ich weiß, wir gehen jetzt, wir machen das doch ganz artig. Ich gebe jetzt noch Geld mit. Bobby, gebe ich jetzt noch das ganze Geld mit. Und laufe jetzt schon mal dahin. Und mach den Weg frei. Wobei, ich frage mich, was passiert dann? Sind wir dann wirklich Game Over? Oder ist dann ich habe keine Ahnung, das werden wir raushören. The Blubskugel, ich muss nur einmal, ich gehe mal eben in die City und... Ja, geh mal in die City. So, was soll ich mal kaufen? Oh, ich kann Schwert kaufen und so. Ja, weiß ich nicht, wenn es dir was bringt, aber vorrangig müssen wir, bemerke jetzt in die Cave. Ja. Und ich glaube, es wäre nicht so gut, wenn du jetzt Waffen kaufst. Nee, also man kann, ich würde es jetzt nur mal eben kurz zeigen oder sagen, also man kann jetzt hier auch natürlich Rüstungsteile kaufen, also du kannst eigentlich... Fast alles kaufen, aber es hat natürlich alles seinen Preis, ne? Also, okay, es gibt sogar eine Rolle, da kann man, die kann man einsetzen, um zum Beispiel ein Fragezeichen aufzudecken, also wenn du nicht weißt, was es ist. Also, das ist die Identifizierungsrolle. Genau. Ich dachte eigentlich, also Identifizierungsrollen hat man ja früher in den alten Spielen, ne? So ganz klassischen Dingern ja immer benutzt, um Rüstung aufzudecken oder sowas, aber wenn das hier für die Karte gebraucht wird, ist es auch irgendwie witzig. Du, ich will ja nichts sagen, ne? Aber? Es gibt in Woodsmoke kein Panax mehr, also kein... Keine Kräuter mehr? Doch, aber nicht zum Heilen von Vergiftungen. Ja, okay. Aber dann hol mal nur die Heilkräuter. Ich muss ja mit Bobby sowieso rein, weil ich dachte, ich muss zum Heiler, ne? Komplett. Ich hoffe, der macht beides weg, weil 2 Kräuter wollte ich jetzt nicht... verbrutzeln hier. Okay. Kräuter habe ich aber selber noch 3. Du hast 2 und Bobby alles, hat 3. Kauf jetzt alles. Kauf dein ganzes Geld nur für diese Kräuter. Das war ein Kraut. Ja. Und das ist... Jetzt habe ich noch 25 Gold und kann noch besseren Fokus kaufen. Nee, Replenish zum Fokus. Also, um Fokus aufzufüllen oder um ein bisschen mehr XP zu bekommen. Oder um Flüche. Ich hätte immer noch gesagt Kräuter. Ja, aber das sind die Kräuter. Die anderen Kräuter sind alle. Ich habe alles aufgekauft. Gibt's auch kein Goldsdingens mehr? Doch, alles? Zwei. Die kann ich noch kaufen. Dann hol die jetzt. Dann hol die jetzt. Wir brauchen die. Wir gehen sonst ein wie eine Prime in dieser Cave. Okay, okay. Services. Nee, Services brauche ich nichts mehr. Ich habe ja... Okay, ich kann nochmal zu... Kannst du noch laufen? Ja, ich kann noch laufen. Ja, dann komm mal schon her. Leave. Ach, kacke. Jetzt... Ja, ich muss zu Bobby oben hoch, weil unten sind die... Ja, mach. Schwärme. Okay. Was ist denn Max Focus Talent? Luck? Das wäre was für mich. Aha. Los, setz dir auf. Ach, das war's schon. Naja, was heißt denn, das war's schon? Sieht ja schick aus. Oh, Bobby, schaffst du das jetzt da rein? Natürlich nicht, ich weiß, ein fehlt hier. Oh, Bobby! Ja, selbst schuld. Aber... So, was haben wir denn hier jetzt so? Shift-Click for more info. Bone Trickster. Naja, du könntest zum Fragezeichen gehen, ne? Fragezeichen? Hab ich gar nicht gesehen. Oh, Treasure Chest. Die brauche ich gar nicht würfeln, die nehme ich einfach mit. Oh, eine Hux Bane. Die haben wir da schon gehabt hier. Curses. Alles macht sie weg. Die nehmen wir mit, die ist wichtig. Und ein verstaubtes Buch, wow. Magic Damage. Ja, aber das ist doch für Bobby. Ja, ich glaube, Bobbys Buch macht 8 und das macht 9. Dann nehmen wir es natürlich mit. Oh! Und eine Tunik. Ich habe gar nichts an, ne? -2 Talent. Was ist denn das? Penalty Player Level? Talent. Ah, das ist sowas, was mit... für dich anscheinend gilt. Das sieht so ein bisschen... Talent. Also das Zeichen daneben, dem Namen, sieht eher so nach Magier aus mit der Kapuze, ne? Oh, das Ding ist weg. Auf jeden Fall equip ich das mal. So. So. Und dann stelle ich mich noch hier hin und warte auf euch.
Enttüren. Wobei, ich glaube, du musst gar nicht auf uns warten. Das war doch in der ersten Runde auch so, dass, wenn du in die Mine gehst, dass wir drei direkt mitgehen, ne? Ja, stimmt, hast recht. Aber ich muss trotzdem mit Bobby nochmal in die Stadt. Okay, stimmt. Weiß ich, wie lange dieses Gift auch vorhält, ne? Ja, das stimmt wohl. Ich bräuchte mal Fokus. Ich hätte eigentlich nochmal Fokus machen sollen, ne? Ach Quatsch, du mit deinem Fokus jetzt, komm. Ja doch, hallo, meiner ist alle. Lauf! Lauf, Forrest! Lauf, Forrest, lauf! Oh nein! nein! Der sieht zwar eigentlich ganz cool aus, aber ich glaube, ich lasse das. Diese angeknabberten Ohren, die sind ja herrlich, aber Cave-Troll, das ist ja fies. Komm, du musst erstmal einmal rein. So, ich hoffe, wenn ich jetzt sag Healer. Nee, du, ja, Healer, doch, genau. Doch, a visit to the Healer will fully restore HP and remove alignments. Also, es müsste mir helfen. Ja, oh Gott sei Dank. Oh, gut. So, Market, was haben wir denn noch? Hier gibt's so ein paar Schuhe oder sowas, aber... Keine Kräuter mehr, ne? Keine Kräuter. Wenn du mir noch 3 Gold geben würdest, dann könnte ich mir die Schollers Cap holen. Krieg ich das? Warte mal. Gibt immerhin einen Max Focus und Intelligence. Ah, Geld. Ja. No one is nearby. Ja. Das ist halt scheiße. Ich will jetzt nicht nochmal laufen. Nee, wir machen das jetzt gleich einfach so. Wir versuchen unser Glück. Was ist denn da für Kräuter? Sag mal. Diese 3 Stück, was ist denn das? Das ist die Golden Root? Naja, wird schon, ne? Gut, dann laufe ich. I'm fully restored. Okay, dann, ja, mach mal rein. Hier ist jetzt nochmal ein Fragezeichen. Soll ich das Fragezeichen mal holen? Warte mal. Ich hole das Fragezeichen. Mach mal, ich glaube, wir haben noch was Zeit. Twisted Archer. A zany looking man standing atop a boulder gets your attention. I'll drum my arrow and get the prize. Catch my arrow and you can keep it. Okay, aber die sind eigentlich auf meiner Seite. Ich gebe mir auch so einen Fokus rein. Oh, nee, konnte ich nicht. Aber Gott sei Dank. 8 Gold. Ich konnte keinen Fokus reinsetzen, aber hey, was soll's. Ja, immerhin. Gut. Energy Boost. Ja, irgendwie passiert mir das häufig. Okay, so, ja. Jetzt kommst du nicht mal an dem fetten Troll vorbei, ne? Nee, ich muss nach unten durch die Cave gehen. Ja, das stimmt. Musst du machen. A pretty decent into the underworld. Ja. Vielleicht findest du auch noch was. Wenn nicht, gehe ich ja dann gleich rein. Ach, da können wir zusammen reingehen. Steht hier auch. Aber wir müssen hier die Hauptquest machen. Ja. You're confronted by a dark cave mouth. Try as you might to see or hear something within. All is black and silent. Obwohl, guck mal bloß, wir sind ja Day One, ne? Also eigentlich Best Deadline. Ach doch, nee, wir müssen das rein. Okay, mit diesen Deadline, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Naja, das schickt einen schon so in die Richtung, dass du eben den Quest verfolgen sollst, ne? Und dich nicht verlierst. Ja, sollen wir es jetzt zusammen machen? Also wir hätten theoretisch noch Zeit, oder sollen wir sagen, Also das Enemy-Level ist 1. Dann, wir müssen in die Cave, oder? Dann lassen wir das. Dann machen wir mal das andere. Oder dann mach. Komm, mach einfach. Komm, probier. Okay. Ich hoffe, wir werden nicht so hart auseinandergenommen. Woohoo! Das ist cool gemacht, ne? Oh, hier gibt's einen Shop. Ah? Shows in Action. Ja, shoppen halt. Bobby ist dran, oder? Bin ich dran? Was, die Godsbeard kostet... Ja, Bobby ist dran. Godsbeard, die sieht hier ein bisschen anders aus, aber die kostet auch 20, ne? Das ist wahrscheinlich so ein Special Shop. Pass. Nö, ich auch nicht. Oh, ich guck mal. Kannst du denn deciding? Okay, Godsbeard. Warum sind die Sachen hier so teuer? Bisschen teuer, ne? Hallo, voll die Preise. Hallo. Ja. Nee, bei dir will ich nicht einkaufen. Bist du teuer. Oh, nicht. Ja, die Tern. Ja, ready halt. Ready? Obwohl, ich wollte mal ganz kurz bei... Ach, ich kann ja wenig in mein Inventar gucken, oh Mann. Oh oh.
Level 1 hast du gesagt? Ja, guck, steht da auch dran. Au, Mann. Level 1? Ja, steht da oben dran. Okay, Ich stimmt, ich habe ja jetzt einen anderen Bogen. Mhm. Oh, geh auf die Fledermaus, weil bei dir beim Bogen stand ja, dass du mehr Schaden auf fliegende Gegner machst. Bisschen. Stimmt. Wenn du Glück hast. Ich könnte sie wegkriegen. Ja, toll. Überhaupt nicht getroffen. Oh, shit. You stab, ignore armor. Ich gehe auch mal auf die Fliege hier. Bobby, it's up to you. Ja, Bobby! Bobby hat's gerissen. Weh, ich fackel, ne? Aua! Alter, wie kannst du schreien? Ich merke gerade, Bobby und du, ihr habt die falschen Hüte auf. Ihr müsst mal tauschen, das geht doch so nicht. Wahrscheinlich schon, ne? Okay, use focus. Miau. Okay, Ich hab nur gerade Lalulala im Hintergrund. Auf Bonefighter? Ich weiß nicht genau, ja. Ja? Ja, machen wir mal. Bam. Du brauchst eine neue Waffe. Wir müssen doch eine neue Waffe besorgen. Ja. Ich könnte jemanden verlangsamen. Den hier zum Beispiel. Mal gucken, wie viel das bringt. Nee, nicht wirklich. Naja. Bonefighter. Los, komm, Bobby. Ja! Yeah. Bobby rockt das Ding. Ja, mit seinem komischen Deutsch da. Nein, ich... Du brennst. Habe ich dir schon mal gesagt, du brennst. Mhm. Jolle, mach was. Ach, hallo, ich hab ihn, guck doch mal, der Pfeil steckt direkt im Herzen. Wie soll ich denn da... Bam. Battery! Yeah. Guck mal, du hast aufgehört zu brennen. Eine Armor. Klingt gut. Was ja, ist denn die Talentblack? Cool. Mach ich mal. Sich das immer ändert, ich finde das toll, dass wir immer andere Klamotten tragen. Sweet. Achso, ja, ready? Ready. Ach Gott. Oh Mann. Aber die haben jetzt nur 10 und the ghost of Big Al's Bob. Okay. Ich gehe auf die Fliegel flattern und du machst den alten Lila-Fuzzi weg. Den Lila-Fuzzi? Oh, sehr gut. Ja. Bobby, du gehst auf die... Ja. Bett? Ja. Das ist wie geschmiert. So. Ah, ne? Hallo. Was? Bin ich jetzt mal... Yes. Komm, smash. Sehr gut. Na, jetzt, der ist tot. Fast. Ist Bobby noch dran? Yeah! Alter, Bobby, wenn der seine Höhne da reinbrutzelt, dann sind sie weg, ne? XP! Yay! Ja, eine tote Lotus. This plant will curse those who use it, but also stave of death for a short time. Okay. Okay, wir werden verflucht, aber wir können in der Zeit, wo sie wirklich sterben, richtig? Ja, ja. Was krass. Ist aufgestanden? Collect. Ich will die nicht benutzen. Bobby's Turn. Bobby geht soweit gut, ne? Jetzt könnte man eben hier in der Zeit die Kräuter benutzen. Ja. Sind ready. Ich glaube, nö. Reicht. Ja. Okay. Ready. Oh, Alice, haben wir die Kiste? Yay. Eine Royal Chest. Bobby darf sie öffnen. Book of Lore. Okay, schon 2 davon. Icy Talisman. Damage against Ice. Freezy Humanity. Warte mal, Damage against Ice? Was wie? Nee, Schaden gegen Eis. Wie soll man das denn verstehen? Ich equippe das jetzt mal, sonst popel ich es wieder runter. Ja, equip mal. Und ich habe Armor. Minus Intelligence. Das ist eher was für dich. Das collect ich mal, gebe ich dir dann. Das ist fast was für dich, glaube ich, um ein bisschen mehr Resistenz zu bekommen. You must move quickly. We are now at the brink of chaos. Quest in complete chaos will increase each round. okay, das Dungeon ist clear. Oh Gott, ja, wir müssen, guck mal, die Quest-Deadline ist bald... Wir kommen da nicht mehr hin. Scheiße. Oh. Ich komme sogar noch
Ja, du kommst ran, aber bis dann, dann nee. ist... Ja, schauen wir mal, was passiert, wenn jetzt... Ob wir dann failen oder ob wir jetzt in der nächsten Runde das noch erreichen dürfen. A new day has begun. Everything appears normal, yet things could change rapidly for the worse. Pray go about your quest. Chaos level increased, quest incomplete. Chaos will increase. Was? Each round? Ja, ich glaube, dass das passiert. Wenn wir die Quest nicht erreichen, dann, dann da steigt das Chaos-Level. Ich hab's dir noch gesagt. Ja, ich hab dich gefragt. Warte mal, ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken, was ich hier hatte. Evasion. Ich hab was Besseres. Für Evasion. Ich geb dir mal das rüber. Das ist eigentlich was für dich. Wegen Armor. Du bist ja unser Krieger. Guck's dir mal an. Ja, aber ich hab das andere. Das ist die Frage, Sprecher. Wollen wir trotzdem... Ja, ich würde es dir empfehlen. Wenn nicht, schmeiß jetzt Bob einfach das hin, was du nicht brauchst. Ich kann, lustigerweise kann ich es wirklich nur zu dir geben. Ach so, ja, Bob ist noch einen Schritt hinter dir. Ist die Frage, soll ich in die Glittering Mines jetzt reingehen oder nicht? Ja. Ja. Weil wir müssen die ja trotzdem machen. Ja. Enter alone. Goodbye, my friends. No. Bye. You are deep underground. Explore further. Explore further. Du, sollen wir das nächste Folge machen? Ja. Ja. Ja, machen wir. Okay. Tschüss. Oder so. Ich gewöhne mich langsam an diese Queen-Stimme. Das muss ich mir abgewöhnen. Bis dann, ihr Lieben. Bis nächste Runde. Bis nächste Folge. Tschüss. Tschüss.